Hallo meine lieben Zuseher, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 14.08.2018 und wir sprechen heute mal über die aktuelle Marktlage, die wir jetzt momentan am Kryptomarkt sehen. Wir sehen natürlich einige Altcoins, ja, die sehr, sehr massiv an Wert verlieren. Die Anleger bekommen langsam Panik, später aber doch bekommen jetzt wirklich sehr viele Leute Panik, obwohl wir einige Coins haben, die mittlerweile schon minus 90% von ihrem All-Time-High haben. Wir gehen heute konkret auf die jetzige Situation ein und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Das Video soll heute weniger Chartanalyse sein oder konkrete Coin-Analysen, das machen wir in den nächsten Tagen auch wieder. Aber ich möchte einfach mal ein wenig auf die Gesamtsituation eingehen, vor allem auch für die Investoren, die jetzt erst seit Januar aktiv sind und die eben anscheinend oder jetzt zumindest vom jetzigen Zeitpunkt aus zu einer relativ schlechten Zeit in den Markt gekommen sind und die jetzt natürlich auch an starken Verlusten leiden und dementsprechend mittlerweile jetzt auch nicht mehr so positiv gestimmt sind. Als allererstes kann man euch mal gratulieren, weil ihr habt den Markt noch nicht verlassen, ihr seid noch nicht geflohen, ihr seid bei eurer Investitionsentscheidung geblieben und seid dementsprechend immer noch am Markt, holt euch immer noch Informationen, interessiert euch immer noch für das Geschehene und seid dementsprechend immer noch aktiv. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ihr müsst das so sehen, ihr habt was gewagt, ihr habt schon gewagt, um was zu investieren, habt natürlich einen sehr schlechten Einstiegszeitpunkt erwischt. Natürlich, einige von euch sind sehr neu in der Materie, Finanzwelten, Finanzmärkte besser gesagt, investieren generell und dementsprechend war euch das vielleicht nicht so klar, wie denn Märkte sich bewegen, wenn man vor allem wie im Januar gesehen, im Vergleich zu Vorjahr wirklich Steigerungen im Bereich von 500 bis 10.000% aufwärts gesehen hat. Wir sind jetzt hier im kompletten Bärenmarkt und die Kryptowelt ist auch weiterhin im Bärenmarkt. Aber was mich momentan ja wieder ein wenig verwundert ist, dass die Leute erst jetzt so richtig bearish denken. Also die Zeit, um wirklich bearish zu denken, die war bestenfalls im Januar und dann auch noch Richtung April, wo wir den letzten Run hatten, der Altcoins. Aber wir sind momentan in einer Marktlage oder zu einem Zeitpunkt, wo wir wirklich schon bei einigen Altcoins minus 92% haben. Im Hintergrund bringe ich euch mal den ADA-Chart ein, zum Beispiel ein sehr solider Coin, also dieses Projekt hat im Bärenmarkt eindeutig Federn gelassen. Ich sage auf keinen Fall, dass ihr weiterhin nachkaufen sollt. Ihr kennt diese Parolen von Leuten, die ständig schreiben, oh, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Nachkaufen. Also von der Logik war ich noch nie überzeugt. Ich bin selber von meinen großen Investment schon vor einer Weile rausgegangen, die auch schon aus dem letzten Jahr steuerfrei sind und Trader eben nur noch zum Traden eignet sich der Markt perfekt, wenn man wirklich extreme Volatilität hat, man hat Möglichkeiten auf extrem große Profite durch Short-Sellen und dementsprechend kann man sich als Trader nicht beschweren. Ich muss an dieser Stelle natürlich auch sagen, die meisten von euch, die meisten, die das jetzt hören, haben natürlich nicht die Zeit, die man haben muss, um den Kryptomarkt wirklich erfolgreich und längerfristig zu traden, weil der Kryptomarkt im Vergleich zu anderen Märkten, vor allem auch Forex zum Beispiel, wo man wirklich längerfristige Trades auf dem Wochenchart oder Monatschart eröffnen kann und diese Trades dann ein, zwei Monate oder drei, vier Wochen offen lassen kann, das geht im Kryptomarkt auf keinen Fall. Ich habe euch hier ein Bild eingeblendet von Stellar. Wir hatten bei Stellar letzte Nacht zum Beispiel schon in einer 4-Stunden-Kerze einen 10% Stop-Run. Also Kryptomarkt-Trade, er bietet einiges an Volatilität, aber natürlich für Leute, die jetzt nicht die Zeit haben, wie die meisten eben 24 Stunden vor dem PC zu sitzen, ist es natürlich jetzt auch nicht der richtige Weg. Was will ich euch mit diesem Video sagen? Ihr seid jetzt in diesen Markt gekommen und ihr habt natürlich extreme Verluste eingefahren. Ihr seid jetzt wahrscheinlich nicht mehr so positiv gestimmt wie am Anfang des Jahres. Ihr habt vielleicht dieses Get Rich Quick Gedankengut schon ein wenig in den Hintergrund geschoben, was an sich natürlich auch positiv ist, weil die Einstellung, die immer noch viele haben, dass der Markt jedes Jahr jetzt sich um tausende Prozent erweitert, die kann einfach nicht gegeben sein. Ein Markt muss seine Korrekturphasen formen, die können auch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis es dann längerfristig weiter nach oben geht. Aber ihr habt die Entscheidung getroffen, in diesen Markt zu investieren, ihr habt das Risiko für euch auf euch genommen und ihr habt dementsprechend auch extrem vielen Leuten was voraus. Warum aber nicht das? Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Freunde habt im Real Life oder auch Kollegen im Real Life und ihr eben das Thema Kryptowährungen erwähnt habt oder
damals erwähnt habt, wo ihr das erste Mal investiert habt, werdet ihr bestimmt mittlerweile sehr viele blöde Sprüche hören oder eben negative Kommentare zu eurem Investment, dass der Markt hier nach unten geht und die Leute haben es euch doch gesagt, dass dieses Investment nicht gut ist. Ihr wisst, was ich meine. Im Gegensatz zu diesen Leuten, wir nennen es jetzt einfach mal Talking Heads, habt ihr die Entscheidung gewagt, ihr habt in einen Markt investiert und ihr habt euer Geld natürlich noch lange nicht verloren. Ich bin immer noch davon überzeugt, auch wenn ich sehr kritisch gegenüber den meisten Altcoins bin, wie die meisten natürlich von mir glauben oder von mir kennen. Also Bitcoin sehe ich natürlich als Financial Asset natürlich noch im Bereich 20-facher Erhöhung durchaus realistisch, sprich im Stil zu Richtung 100k. Bei den Altcoins sehe ich auch noch 100 bis 1000%ige Steigerungen, bevor die meisten oder viele davon endgültig verschwinden. Ihr habt natürlich noch nicht alles verloren, aber ihr wisst, was ich meine. Natürlich ist nicht der Zeitpunkt, jetzt den Markt zu verlassen. Im Gegensatz zu diesen Talking Heads oder zu diesen Leuten, seid ihr investiert in einen Markt. Ihr beschäftigt euch mit dem Markt, ihr beschäftigt euch mit finanziellen Themen, weil die meisten von euch haben sich bevor dem Thema Kryptowährungen bestimmt nicht wirklich mit Finanzmärkten auseinandergesetzt, mit Aktien, mit Gold, keine Ahnung, mit Forex, je nachdem, was ihr jetzt durch Krypto gelernt habt. Ihr habt ein finanzielles Grundinteresse entwickelt, ihr habt Interesse entwickelt an Märkten und das kann euch keiner mehr nehmen. Wir sind jetzt in dieser Phase, wo wir wirklich knapp, ja, wie ich schon oft erwähnt habe, 90%, 95% down bin, sind von den All-Time-Highs bei den Altcoins und das ist jetzt definitiv nicht die Phase, in Panik zu verfallen oder irgendwie bearish zu werden. Das wäre jetzt wirklich die Phase, wenn ihr den Markt das erste Mal betrachten würdet und wenn ihr sagen würdet, okay, dieser Coin hat Potenzial und zwar nicht Potenzial, weil der Preis mal XXX war und der Preis wieder dahin gehen könnte. Also dieses Projekt hat Potenzial, weil ich konkret eine Anwendung in diesem Bereich sehe und weil ich langfristig denke, dass dieser Coin oder dieses Unternehmen in diesem Bereich erfolgreich wird. Ich mache jetzt ein Investment oder ich überlege jetzt ein Investment in diesem Bereich zu tätigen und habe mein Risiko eingeschätzt, dass bei einem weiteren Fall von 40% ich das Investment rausziehen werde und ansonsten werde ich das Investment liegen lassen. Das wäre jetzt so eine klassische Situation, die wir momentan sehen. Generell, natürlich, wir haben bei vielen Altcoins noch eine Möglichkeit von einem weiteren Push nach unten, 20-30% ist durchaus da, aber ich will euch nochmal sagen, jetzt ist nicht die Zeit, bearish zu sein. Die Zeit, bearish zu sein, war im April, war im Mai und war auch im Juni. Jetzt, wo wir diese 90% Downside haben, ist nicht mehr das Risk-to-Reward-Verhältnis Game, zum Beispiel für einen Short-Sell, wie es gegeben war, als wir noch 50% nach unten hatten. Natürlich, 10% nach unten, das kann natürlich immer noch von eurem jetzigen Einstiegszeitpunkt in einem 100%igen Wertverlust resultieren. Aber ich will euch nur mal mit diesem Video mitgeben, dass ihr jetzt nicht zu sehr euch auf das ganze Thema ja, stützen sollt, jetzt total in Panik verbreiten sollt oder selber in Panik verfallen sollt, weil jetzt natürlich sehr viele ihre Coins auch noch verkaufen zu diesen Preisen, was ich als absoluten Wahnsinn ansehe. Also wenn ihr eure Coins verkaufen hättet sollen, dann hättet ihr vorher schon einen Stop-Loss setzen müssen und maximal bei minus 30% rausgehen. Jetzt noch rausgehen bei diesen Preisen macht wenig Sinn, meiner Meinung nach. Was habe ich noch? Was sollte ich noch sagen? Ja, generell, ein Kryptomarkt bleibt natürlich weiterhin in einem Bärenmarkt. Der Bärenmarkt wird sich ziehen. Wahrscheinlich wird die ETF-Entscheidung, glaube ich, erst im Jahr 2019 entschieden werden. Bis dahin werden wir sicherlich weitere Bear-Cycles erleben. Ich kann kein absolutes Low beim Bitcoin ausmachen. Wie gesagt, ich trade die Swings von Tag zu Tag und schaue, dass ich meine 2-3%, wenn es geht, pro Tag oder eher sogar pro Woche mitnehme. Länger gesagt, kann man bei der aktuellen Marktlage wenig sagen. Wie gesagt, 4,8k steht im Raum in diesem Bereich. Kann alles passieren. Wie gesagt, für langfristige Investitionen ist das jetzt auch nicht sonderlich relevant. Wir werden uns den Markt weiterhin anschauen. Wir werden uns den Markt weiterhin von Woche zu Woche, Tag für Tag anschauen. Und ja, solange wir im Bärenmarkt sind, könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr sonst noch für Themen sehen wollt auf dem Kanal. Wie gesagt, ich trade auch relativ viel Forex momentan. Also wenn unter euch auch Forex-Interessierte sind oder Interessierte von anderen Finanzmärkten, dann können wir uns gerne auch mal das näher anschauen. Forex Trading ist auch sehr lukrativ, sehr interessant. Natürlich für Anfänger nur im Temo-Account, weil auch der Forex-Markt ist extrem volatil. Forex-Markt hat eine extreme Liquidität unterm Tag, aber bietet natürlich dementsprechend
einiges an Trade-Positionen. Wir können auch gerne über andere Asset-Klassen reden. Ich habe erst heute mal in der Gruppe wieder darüber gesprochen, wie es gut momentan auch noch andere Asset-Klassen performen. Wir haben zwar Gold zum Beispiel, was momentan den gleichen Weg geht wie der Bitcoin, aber ich habe einige Aktien im Portfolio, die wirklich dieses Jahr einen Wachstum gesehen haben, wie wir bei Kryptowährungen schon lange nicht mehr gesehen haben, darunter auch zum Beispiel Wirecard. Wenn euch diese Themen interessieren, andere Märkte, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare unterschreiben. Ich bin wirklich auf ziemlich allen Märkten aktiv, interessiere mich an Märkten generell. Alle finanzbezogenen Themen, sei das jetzt türkischen Lyra oder einfach generell finanz- und weltpolitisch. Und jetzt zu diesen Sachen, ja, mehr hören wollt, wenn ihr Interesse habt an anderen Märkten, wie man eben auf anderen Märkten anlegt, was ich für Strategien fahre. Falls euch das interessiert, während der Krypto-Bärenmarkt-Zeit können wir das auch gerne machen. Aber wie gesagt, Hauptaugenmerk bleibt natürlich beim Trade bei mir auf Forex und Krypto. Aktien trade ich nicht, Aktien habe ich nur buy and hold. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Werdet jetzt nicht zu depressiv am Ende dieses Bärenmarktes. Sagen bis dahin, euer